Egal, Pascal Klatsch hat mir sowieso einen Namen ausgenommen, der beides nehmen kann. Sowohl auch männlich als auch weiblich sein kann. Ist gut. Taria, kannst du bitte mal treffen? Das Vieh bringt sich selber um. Überall. Ich glaube, ich sollte mir X-Treffer holen. Jetzt bleibst du drin. Ja, toll. Glückwunsch, dass du in einem Kolosseum gewonnen hast. Habe ich jetzt insgesamt bei einem 5-mal. Was? Ja. Ich kann dich auch hier runterschmeißen, dann schreist du ganz doll. So, hallo. Lass mich durch, du. Ja, ich will meine Pokémon heilen, weil die fieserweise irgendwie immer auf Psyana allesamt gehen. Komm hier, Zeit vorbei. So, ich hoffe. Ah gut, diesmal bin ich besser durchgekommen. Bums, voll dagegen gelaufen. Ich frag mich, ob sie das jetzt nochmal sagt. Nein. Die ist ja blöd. So, wo... Da ist die nächste. Ich frage mich, wie man hier oben drauf kämpfen will. Egal. Du, Flor. Und Kilia. Warum kann man kein Kilia bekommen? Oder Duflor? Beide wären mir recht. Gib mir dann noch einen Sonnenstein, dann bin ich komplett zufrieden. Obwohl, ein Blattstein wäre auch in Ordnung. So, das geht jetzt rund. Aber erstmal will ich mal kurz einen Blick aufs Gorkler werfen. Gut, das Wesen muss ich mir letzten Endes nochmal angucken. Aber die Initiative gefällt mir, die ist gut. So, Kampf, Stärke... Ja. Ich denke mal, alle haben hier ein Krypto-Pokémon. Muss mal gucken, wie gut ich hier durchkomme. Plopp. Besiegt. Roselia, das kann man irgendwie voll leicht platt treten, meiner Meinung nach. Und Kelia? Besiegt. Gut. Und was ist denn... Nein! The Nierplex! Ich hasse das Vieh. Das sieht so komisch aus. Kopfform. Ich glaube, das war auch ein Krypto und Pokémon XD. Bedroher. Vermindere deinen Angriff. Ach. Psystrahl. Und Ruckzuckhieb. So. Dann machen wir Reflektor und ich wechsle jemanden aus. Beschwer dich nicht, Roselia. Bodycheck. Ist ja genauso wie Kryptoschlag mit Step. Ja, toll. Pokémon. Altaria-Tausch. Ah, verdammt, ich muss ja... Reflektor, Pokémon... So. Ich hoffe, das hält jetzt... Psyana nochmal durch. Sonst darf ich nochmal hochlaufen. Der Reflektor sollte eigentlich dafür sorgen, dass ich das jetzt aushalte.
Ja. Yep. Passt. Gut. Jetzt kommst du zurück. So, Altaria, Gesang. So. Und so ist es eigentlich von mir aus, von meiner Sicht aus gedacht. Reflektor. In dem Zug schon mal den anderen wechseln, beziehungsweise der andere besiegt noch ein Pokémon. Und dann kommen die beiden ins Spiel. Vielleicht sollte ich mir wirklich X-Treffer holen. Fußstrahl und Gesang. Ja, mach du deinen Bodycheck. Jetzt greifst du Altaria an, weil die Verteidigung von dem niedriger ist. So. Und gleichzeitig noch ein Kung-Fu-Strahl. Im Schlaf verwirrt. Das gibt böse Träume. Altaria. Nein, ich wollte nicht wechseln, ich wollte einen Ball werfen. Ich werfe aber direkt einen Hyperball. Und du machst nix. Ja, ich rufe dich einfach nur. Klatsch. Zack. So. Bleibst drinne. Bist schlafend. Wunderbar. Damirplex interessiert mich eh nicht. Das ist doofes Pokémon. Was? Diese Kraft? Willst du, dass ich dich hier runterstoße? Glückwunsch. So. Jetzt darf ich aber erstmal heilen. Einmal. Zweimal. So fies, dass immer auf Psyana gehen. Okay, ich gehe rechts. Und was haben wir? Zwei Top-Trank. Zwei Top-Tränke, oder? Egal. Zwei Timerbälle. So, und da unten ist jetzt eine Bodybuilderin. Also alles nur weibliche Trainer, irgendwie. Okay, Bodybuilderin. Autsch, jetzt habe ich mir wehgetan. Was hast du denn zu bieten? Ein Dummisel. Ein Octillerie. Können beides keine Kryptos sein. Wir haben nämlich die Vorentwicklung als Krypto. Beziehungsweise Dummisel haben wir so als Krypto und Remoraid haben wir als Krypto. Okay. Gut. Psystrahl auf Dummisel. Octillerie bekommt die Stärke ab. Was? Macht der Stärke. Rums. Giftblick, nein. Ah, geht daneben. Donnerwelle. Du spielst auf Paralyse. Das sackt. Du Sack. Du Sack. So. Ah, Giftblick. Giftblick hat. Nämlich für Genauigkeit hat Giftblick. Keine Ahnung. Benutze ich so selten. Und können auch nur sehr wenig Pokémon lernen, also Schlangen-Pokémon können den lernen, also Arbok, Rettern. Ich glaube, Vipitis kann den auch. Dummisel, wie man jetzt sieht. Maskenregen. Maskenregen ist auch ein cooles Pokémon. Hat Entwicklung von Geweiher. Ah, das mit dem Dora ist blöd jetzt. Energiefokus. Es pumpt sich auf. Wow, er ist ein Volltrefferrate und eine Stufe. So, machst jetzt mal Psystahl da drauf und dich wechsle ich mal aus kurz. Dann komm mal her, Entei. Wäre doch besser, wenn du mal hier was machst. Nicht, weil du unterlevelt bist, gesagt, im Teamniveau ein Level unten drunter bist, sondern weil die Paralyse mir sonst auf den Sack geht. Oh, da ist das andere Boden-Pokémon, von dem ich sprach. Keifel.
Zwar sieht das Keifel nicht gerade umwerfend vom Aussehen her, aber ich habe da schon einen lustigen Namen aus. Ja, ist das so ein bisschen ausgedacht. Wenn es ist männlich. Oh Gott, der Kerl wird mich dafür hassen. Oh ja. Wenn er das sieht, wenn du das jetzt siehst, dann wirst du mich hassen danach. Wenn ich den Namen vergeben habe. Das kannst du mir glauben. Just burn in hell. Gut. Okay, dann greifst du Entei ein. Ein Reflektor. So, Pokémon, dann wechsle ich mal Just for Fun auf Altaria, weil ich denke, du greifst nämlich Entei mit Schaufel an. Get back! Du bist dran. Wieso schlägt Reflektor fehl? Wie kann Reflektor fehlschlagen? Habe ich Reflektor schon in dem Kampf gemacht? Moment mal. Ray ist verwirrt. Habe ich Reflektor echt schon gemacht? Ach, ist egal. Gut, du kommst mal. Obwohl. Ich muss jetzt sowieso erstmal anschwächen. Das mache ich nicht mit. Siana. Ich heile so lange mal Yuki im Hintergrund. So, Altaria machst mal Feuerode. Okay, das können wir zweimal machen und danach erstes Bälle werfen. Ja, schlaf schön. So. Ich werfe mal einen Superball. Just for fun. Du machst nochmal ein Feuer, oder? So, jetzt aber. Keifel, komm zu mir. Ja, schade. Eisboden-Pokémon. Habe ich auch gleich nochmal Eisattacken, aber die sind nicht so effektiv von Keifel. Denn Keifel. Ja. Oh, ich habe wirklich Reflektor schon gespannt gehabt. Oh Mann, wo war ich denn gerade mit meinen Gedanken? Ernsthaft. Achso, stimmt. Ah, ich weiß wieder, wann ich das gemacht habe. War ich wieder gedanklich abwesend. So, jetzt bleibst du aber mal drin. Wunderbar. Ah, Keifel müssen wir uns später angucken. Gut. So, ich gehe jetzt hier noch runter, hole mir das Item, gehen dann nochmal hoch und speicher. Ich hoffe, ich kann jetzt mit dem Fahrstuhl fahren. Nein, natürlich darf ich nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Okay, ich mache die noch. Dann gehe ich hoch und heim, bevor ich zu weit gehe. So. Oh, Sneebel. Sneebel ist ein cooles Pokémon. Und ich weiß, dass Sneebel Krypto ist. Aber leider kann man Sneebel hier in diesem Spiel noch nicht so gut verwenden. Da Unlicht und Eis leider über einen Spezialangriff geht. Und Sneebel angriffsmäßig ausgelegt ist. Das ist sehr, sehr schade. Und ich weiß auch, dass ich jetzt mal Just for Fun. Könnte sogar für Sneebel sehr schmerzhaft werden, der Ruckzuck-Hieb. Ja, sage ich ja. Weil Sneebel eher spezialdefensiv ausgelegt ist. Ich überlege gerade, ob ich es wagen soll.